Weiter geht's mit meinem indischen Fladenbrot. Das ist wahnsinnig lecker. Nicht nur zu Dips und Salaten. Ich finde es sogar so lecker, ich kann es einfach nur so mit Butter essen. Und das Tolle ist, man braucht auch gar keinen Ofen, sondern wenn man beim Picknick ist, kann man ja vielleicht auch grillen. Dann kann man es einfach mit auf den Grill schmeißen und da backen bzw. grillen. Und diese Zutaten braucht man dafür. 250 Gramm Mehl, 100 Milliliter Milch, 100 Gramm Naturjoghurt, ein ganz bisschen Zucker und Salz, ein Teelöffel Trockenhefe und einen halben Teelöffel Backpulver. Mein indisches Fladenbrot wird ja mit dem Hefeteig gemacht. Und die meisten haben ja Angst vor Hefeteig, dabei kann da gar nicht so viel schief gehen. Bei diesem Teig mache ich es nämlich so, ich nehme einfach Trockenhefe. Die funktioniert eigentlich immer, das sind so kleine braune Kügelchen. Ich finde, es sieht irgendwie aus, als wäre es für Pflanzen, aber es ist wirklich Trockenhefe. Die Trockenhefe gebe ich jetzt einfach in lauwarme Milch. Dann kann sie sich schon mal anfreunden mit Flüssigkeit. Und dann kann sie da so ein bisschen drin baden und sich gehen lassen. Damit sie ein bisschen was zu futtern hat, gebe ich noch ein bisschen Zucker dazu. Dann kommt da schon Bewegung in das Ganze hier. Und jetzt nehme ich mir eine große Schüssel und da gebe ich das Mehl rein. Und dann mache ich mir in das Mehl so eine kleine Mulde. Und in die kippe ich die Hefemilch. Und dann wird das Ganze schön langsam eingeknetet. Und jetzt muss das Ganze aber erst mal 10 Minuten gehen. Und diese Ruhe schenke ich dem Teig gerne. Wenn der geht, gehe ich eben auch in den Garten. Das ist ja schließlich keine Fototapete hier. So, mein kleiner Teig hat sich 10 Minuten entspannt. Jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Dafür nehme ich mir dann aber einen Knethaken. Rein mit dem Joghurt, einer Prise Salz und dem Backpulver. Dann muss ich nur noch rühren und rühren. Und rühren, bis ein glatter Teig entstanden ist. Dann hat das noch mal ein paar Minuten ruhig, bevor es dann auf den Grill geht. Und den mache ich nämlich jetzt schon mal an. So, und ich kann euch einen Tipp geben, wenn ihr zu Hause auch einen Grill habt, legt euch mal einen Pizzastein zu. Der ist nicht nur gut zum Pizza machen, man kann auch andere Sachen noch drauf machen. Zum Beispiel ja auch das Naanbrot, weil das kann dann einfach besser backen. Also wenn es eine glatte Fläche ist und schön gleichmäßig heiß, dann kriegt es auch nicht die Wellen vom Rost. Und ja, ich finde einen Pizzastein unheimlich praktisch. Man kann da auch Kuchen drauf machen. So, mein kleiner Teig, wie geht's dir? Ach, fantastisch. Aus diesem Teig forme ich jetzt kleine Kugeln, 6 Stück. Und aus denen wird dann praktisch der Fladen gezogen. Also die Kugeln mache ich dann platt und ziehe die so ein bisschen in Form. Das Fladenbrot ist ja das älteste Brot der Welt, über 7000 Jahre. Es war damals einfach gebackener Brei. Inzwischen hat jede Region ihre eigene Version davon. Und die Fladen kann man wirklich so ein bisschen ziehen. So ein kleines Loch hier, das kann man wieder flicken, indem man es einfach wieder zudrückt. Letzter Fladen wird der größte. So, so sehen sie aus. Man könnte sie jetzt in der Pfanne ausbacken, aber ich mache es natürlich, weil ich draußen bin, auf dem Grill. Muss halt aufpassen, dass sie nicht schwarz werden, weil sie sind sehr dünn und es geht sehr schnell. Und das ist gut. Schneller backen heißt schneller genießen. Oh, heiß ist es. So, und das ist der Moment, wenn die ersten Blasen kommen, umdrehen. In Indien heißt dieses Fladenbrot übrigens Naan. Serviert wird es meist zu Curries und Fleischgerichten. Es ist also auch perfekt zum Grillen. So. Man sagt ja wie bei Pfannkuchen, der erste ist immer für den Hund. Den habe ich aber gar nicht dabei, deshalb ist das erste auch für mich. Zack. Und dann kommt das zweite direkt auf den heißen Stein. Und für mein Brot habe ich einen ganz leckeren Dip dabei. Call,
So, traditionell reißt man ja das Brot, ist ja schlecht mit dem Schneiden in Scheiben. Mmh. Ist ganz fluffig, köstlich, aber ich sag euch, mit diesem Dip ist das der Hammer. Der Dip ist grün, denn da ist Avocado drin, Koriander, Wasabi. Also das genaue Rezept findet ihr natürlich auf six.de. Und wenn man das jetzt so drauf gemacht hat, dann muss man einfach nur noch herzhaft reinbeißen. Es knuspert, es ist frisch, es ist köstlich. Und schade, dass ihr jetzt nicht abbeißen könnt. Ich will euch was abgeben, ehrlich. Also, backt's nach. Mein Fladenbrot ist ganz einfach gemacht und super schnell gegrillt.